Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier wieder mit unserer Piper unterwegs. Wir sind hier, besser gesagt, auch in ihrem Arbeitszimmer, Häuschen, wie man so möchte, mit ihrer Druckerpresse. Haben im letzten Part uns ein bisschen was, ja, vorgelesen sozusagen. Und es ist jetzt wieder eine Woche her, ich muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen ins Spiel, aber das wird ja doch hoffentlich recht rasch gehen. Und somit verlassen wir mal dieses gute Stübchen und schauen mal weiter. Ich wollte heute, wenn es auch passt, schauen wir mal, wollte ich auch gerne den Stall für unsere liebe Kuh, die Rosi, ich habe sie mal Rosi getauft, für mich ist Rosi, Bertha, Milka, Liesel, das sind für mich typische Kuhnamen. So haben wir damals, als wir noch selber eine Landwirtschaft hatten, so haben wir auch unsere Kühe genannt. Unsere zwei, also Bertha und Rosi, also ich halt, ja. Ja. So, was stellen wir jetzt eigentlich an? Was müssen wir eigentlich machen? Wow, ich habe auf Anhieb es geschafft, einmal den Bitboy aufzumachen. So. Gut. Questmäßig ist scheinbar momentan nur dieses hier da offen. Ich glaube, das ist einfach... warte, entfernen. Ich glaube, das habe ich einfach nur so gemacht, wegen Markieren und so, ne? Ja, ja. Jetzt ist wieder gut. Taten, die Taten. Aufgaben, was gehen wir jetzt eigentlich an? Das große Graben trifft dich mit Bobby in Diamond City. Stimmt, das wollte ich machen. Wir. Also, ja. Letztes Mal und so, ne? Stimmt. Da müssen wir noch in diese Richtung. Also wie gesagt, für unsere liebe Kuh werden wir heute vielleicht sogar noch anfangen. Hey, du stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt? Ja. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Danke. Ja, das ist der Kaffee, ne? Der kalte Kaffee, der macht jung und schön. Jawohl. Oder hält einen jung und schön. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, du sollst dich mal entspannen. Percy, wir sind hallo. Erfreut darüber, dass ja? Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen alles. Okay. Von jedem. Zu jeder Zeit. Das ist schön. Jetzt dachte ich kurz Kotzwürfe da und habe mich gerade nicht ausgekannt. Und was verkaufst du, mein Lieber? Was verkaufst du hier? Alles, Ma'am. Miss Myrna beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Ja, das ist klar. Ne? Ein Roboter, der braucht nicht viel, ne? Der muss auch nicht schlafen gehen. Vielleicht, kein Interesse. Handeln. Schauen wir mal, was er hat. Klar. Ich schaue es mir an. Ausgezeichnet. Oh, ausgezeichnet. Was hast du denn eigentlich im Bleistift? Boxhandschuh. Sehr schön. Da können wir unseren Gegnern richtig schön aufs Maul hauen. Flaschenkürbis. Da haben wir mehr als genug davon. Ich suche da ein bestimmtes Dingens. Kochpfanne. Okay. Nein. Laborkittel. Nein. Ladung Beton. Aha. Ja. Dünger. Okay. Federn. Klebstoff. Plastik. Eine Ladung Dingens Stahl. Okay. Melonen haben wir auch genug. Ich hatte nur gehofft, für den Fall der Fälle, dass er noch irgendwie dieses komische Weizen-Dingens da hat. Ne? Das wäre noch supi gewesen. Aber macht ja nichts. Spielzeugauto. Minen, Granaten, Superkleber. Jawohl. Jeder, der nicht still sitzt, den kleben wir mal an und dann passt das. Jawohl. Also, da, nee. Ödländer Brustteil. Oh. Ui, das ist teuer. Aber das wäre gut. Das wäre gut. Moment, ist das nicht schon ein Teil vom DLC? Ödländer.
War da nicht irgendwas DLC-mäßig oder spinne ich? Könnte sein, dass ich auch spinne. Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Ich bin mir sicher, ich habe sicher irgendwo irgendeinen Krempel. Vielleicht? Irgendwas, was wir wirklich nicht brauchen, mehr tun und was viel Geld tut, bringen tut. Ah, da haben wir eh zwei. Da kann er eine haben. Jupp, bitteschön. Okidoki. Dann haben wir da. Ich sehe es gar nicht, ob wir da zwei haben. Nein, ich glaube nicht. Das ist überall eines. Aber wir brauchen es nicht. Du kannst das haben, nämlich. Also, das bringt sich auch nichts. Da haben wir Besseres. Unsere Waffen, die tue ich nicht weg, aber das hier kannst du haben. Ja. Dann diese Raider-Rüstung, diese Raider-Rüstung. Kurz. Eigentlich können wir die auch hergeben. Nein, nicht. Was ist die jetzt weg? Ich hoffe mal. Hat es jetzt hingehauen? Ja. Aber wir haben immer noch zu wenig, ne? Ja. Immer noch zu wenig. Ach du Heilige. Das tun wir weg. Mächtiges Scharfschützengewehr, das will ich gern behalten. Ich habe kein zweites, ne? Nein. Oder? Nee, ich glaube, das passt schon so. Das Scharfschützengewehr will ich auf jeden Fall behalten. Das ist meins. Ich glaube, ich hätte... Habe ich jetzt... Warte mal. Pistole? Ich glaube, ich habe jetzt ein Teil zu viel verkauft. Ja, weil ich ein Profi bin. Ich glaube, die doppelläufige... Eine Schrot hätte ich behalten sollen. Jetzt kostet es nämlich wieder zu viel, wenn ich die mir zurückhole. Geht das noch? Schön. Passt. Zurücksetzen, das war genau das, was ich haben wollte. Die brauche ich nämlich. Die brauche ich. Also die kann ich hergeben. Nochmal, die tun wir weg, die tun wir weg. Das kommt weg. Das Scharfschützengewehr behalte ich. Das Impro-Gewehr. Die Doppelläufige habe ich. 116 Schrott. Was brauchst du dafür? 38er. Die können wir hergeben. Die können wir hergeben. Tun wir mal auf annehmen. Ja. Phü. Dann würde ich sagen... Soll ich? Soll ich nicht? Die auch noch hergeben? Wie viel ist die wert? Nur 18. Ich glaube, ich lasse es mal so. Wir kommen leider noch nicht auf die Summe hin, die wir brauchen, um uns dieses coole Teil hier zu kaufen. Aber da der Händler da eh also rund um die Uhr offen hat, komme eben später wieder. Ganz einfach und unkompliziert. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, kleine Maus. Was haben wir hier? Leder, Dreiteiler, da habe ich nur eigentlich... Kleidungsstücke lagernd, ne? Also den Helm können wir reinschmeißen. Dann. Was denn noch? Der Ehering, natürlich, der bleibt bei uns. Keine Frage. Der erinnert mich einfach an meinen Schnuffel. An meinen geliebten Schatz. Das kommt nicht weg. Holzblock. Das ist eher Graffel, glaube ich.
Kochplatte, Lederkombi, die brauchen wir auch, sonst sind wir wieder nackt. Das will keiner sehen. Nein, ich bin mir sicher. Das will keiner sehen, glaub mir was. So, gibt's hier noch irgendwas, was wir reinschmeißen können? Schlosserhammer. Spielzeugauto, bla bla. Nö, alles gut. So, dann geht's weiter da lang. Meine Freunde Servus. Sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Ach, so schlimm ist sie nicht. So, wo geht's da jetzt? Also wo müssen wir? Da. Nein. Erinnert mich zu einem Kotzwurf. Ach, da bist du. Die Bobby. Bobby Nasenlos. Das ist wieder typisch, ne? Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Ich verstehe. Also kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Aha. Der Bürgermeister hockt mitten drauf. Ja. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Okay. Was ist da drin im Safe? Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Super, der sitzt im Häfen, ne? Sicherheitsbüro. Unsicher. Kann ich nicht, wenn du das sagst. Sicherheitsbüro? Erzähl mir mehr über das Büro der Security. Waren früher mal Umkleiden. Und das riecht man auch. Super. Das ist kein Hochsicherheitsgefängnis. Und es wird auch nicht schwer bewacht. Kein Problem für jemanden wie dich, oder? Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Großartig. Super. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Servus. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir da was Schlaues gemacht haben mit dieser Quest. Das ist eine lange Geschichte. Ja. Folgst du uns etwa? Na, großartig. Also dann... Hallo. Dann werden wir wieder also ein bisschen was Unrechtes tun. Und wahrscheinlich... So, also rein da. Ich weiß nicht. Also, so einer Robin Hood vielleicht ist ja nicht so schlecht, ne? Aber trotzdem ist Diebstahl Diebstahl. Wir, auch wenn wir, sage ich mal, gute oder bessere Absichten damit haben, ist es immer noch eine Straftat. Ich meine, damals verbessertes Schloss. Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Ja, das habe ich befürchtet. Kannst du da mal jemanden ablenken oder so? Wird das gehen? Das geht. Nein? Nein? Jetzt vielleicht? Aha, jetzt dreht er sich. Ach, Mist. Entschuldigung, ich muss laden. Yep, definitiv. Also, laden. Lol, die dürfen das nicht mitkriegen, ne? Jetzt ist die Frage... Muss ich jetzt warten? Gehen die auch mal schlafen? Ich fürchte nicht. Na toll, der eine hat mich im Auge, der andere... Ja, steht auf der Seite da drüben.
Kannst du... Hey, was kann ich für Handeln dich tun? Handeln abbrechen bleiben. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei Commonwealth Weaponry eindecken. Jawohl, werden wir machen. Ich hoffe, dass die mal dann beide abhauen. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Und zwar hier und da. Ich probier's einfach nochmal. Wow. Wow. Jawohl. Nein, man muss da echt warten, ja, ja. Ja, ja, ich wollte es ja nur mal probieren, ne? Also noch einmal laden. Ich wollte es ja nur probieren, zu meiner Verteidigung. Wir müssen mal warten, bis die zwei Zipfelklatscher weg sind. Können wir euch nicht Officer? Überreden? War vermutlich nur ein Spinner, aber irgendein komischer Typ ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Okay. Schön, da kriegt man Infos. Hier gibt's nichts zu sehen. Hey, Officer. Hast du was zu sagen? Mel rauslassen. Was hat Mel getan? Bestechen 300 Kronkorken. Fragen wir mal blöd nach. Warum ist Mel hier? Der wurde erwischt, als er den Roboter-Barkeeper in der kolonialen Kneipe umprogrammieren wollte, damit er kostenlose Drinks bekommt. Nur zwischen uns. Wenn ich wüsste, wie man das macht, würde ich das auch tun. Ja, super. Probieren wir es einfach mal. Lass ihn raus. Ich wollte Mel aus dem Gefängnis holen. Ich wusste nicht, dass Mel Freunde hat. Okay, er hat seine Zeit praktisch abgesessen. Ich mach dir die Tür auf. Alles sehr lieb, danke. Tja, warum eigentlich... warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Nein, das nehmen wir alles nicht mit. Das ist Diebstahl. Hui. Tada. Wir sind ja noch ein sauberer, anständiger Held. Ich bedanke mich. Einfach verschwinden. Ja. Gut, dann renn schon mal voraus fort. Tschüssi. Dam, 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 dam. Hallo? Mel. Ich bin gespannt, um was es geht. Aber verschwinden wir erstmal, okay? Na gut. Wenn du meinst. Lauf, lauf, lauf. So, raus. Raus in die frische Luft. Diese alten, modrigen Socken... Gestanküberreste, da sind nichts für unseren empfindlichen Magen und schon gar nicht für unsere empfindliche Nase. Also im Magen nicht, dass man das jetzt essen würde, aber ne, riechen und so, da wird einem schlecht und das ist das, bekommt den Magen nicht so gut, ne? So meinte ich das. Dam, dam, dararam, dararam. So, da rennt er. Servus. Ja, danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Ja, so kann man das auch nennen. Woher weißt du das? Sarkastisch. Ich bin kein Spielzeug. Bobby hat mich geschickt. Ja, woher weißt du das? Ne, die werden sich irgendwie... Keine Ahnung. Woher weißt du das? Niemand sonst würde sich meinetwegen so viel Mühe machen. Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe ihr ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Ein Tag. Na super. Du und Bobby. Bobby fragen, muss es nicht wissen. Diamond City, Tresorraum. Du und Bobby, Fragezeichen. Das können wir machen. Hast du schon mal mit Bobby gearbeitet? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht zu den vertrauenswürdigsten gehört. Das Team ist vielleicht ein anderes, aber bei jedem Auftrag gibt es die gleichen kryptischen Anweisungen. Da merkt man eher einen tollwütigen Yaoguai, als eine offene Antwort von Bobby zu kriegen. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Naja, auf jeden Fall, wir haben was Großes vor. Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt, das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Tja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen es ihm gleich, ne? Hier bin ich auch noch nie gewesen. Also vom Laufen her, ne? Vom Anschauen her und sowieso. Okay. Ach so, wir sind hier am Anfang. Was ist da raus? Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt wieder in dieses... Ja,
Trifft die Gang bei der Grabung. Okay, also wir dann zurück nach Good Neighbor. Alles klar, und geht schon weiter. Ja, ja. La la la. Vault-Tec. Da gibt es jetzt auch noch wieder zwei neue DLCs dann. Ne? Eines kommt ja nächste Woche und dann einen Monat drauf, circa in etwa, kommt dann das letzte, ne? Was man ja schon so in Erfahrung bringen kann. Ah, das war ein Spoiler. Wahrscheinlich. Also, was? Offiziell gibt es ja die Nachricht schon. Bist du blöd rumlabern? Dann verzieh dich. Klappe, Arschkopf. So, wohin denn jetzt? Also einmal da lang. Dann hier lang. Und dann hier lang. Und dann aufmachen. Sesam, öffne dich. Ja. Und dann in den Keller. Glaube ich. Oder? War das Keller? Schaut zu mir. Ja, ja, passt. Huch, ich bleib da stecken. Da unten hört uns keiner reden und atmen auch nicht. Hoffentlich haben sie guten Kaffee aufgesetzt. Den könnten wir jetzt mal brauchen. Die wird auch gehen. Ich wäre auch mit dem Kakao zufrieden. Hm, leckerer Kakao. Leute. Wo seid ihr? Huch. Ah, da vorne. Die Käfer sind immer noch da. Können sie nicht schneller verrotten? Was soll ich sagen? Ich habe von den Besten gelernt. Das ist es. Mel, möchtest du deine kleine Freundin vorstellen? Ja, das ist Sonja. Dieser kleine Bart gräbt sich durch Erde wie eine Maulwurfsratte auf Jet. Aha. Servus, Sonja. Ja. Roboter, sarkastisch. Und beeindruckt, beeindruckt. Roboter, Freizeit. Wie soll uns denn ein Roboter helfen? Sie hat besondere Fähigkeiten. Sie ist einzigartig. Ich habe ihre Funksysteme so modifiziert, dass sie Schallimpulse auf einer Frequenz aussendet, die jedes Sediment lockern. Mel sagt, wir kommen 10-mal schneller zum Tresorraum als durch Graben. Und es ist wesentlich sicherer, als alles mit Dynamit zu sprengen. Also, ja, es kann toll losgehen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird. Also, macht euch bereit. Sonja, leg los. Fass. Sonja, Fass. Bah, der Deichsel. Also, was hat's mit dem neuen Mädel auf sich? Oh, da hatte ich Glück. Ist einfach zu mir gekommen und hat den Job angenommen. Sie hält sich an Anweisungen und ist nützlich beim Kampf. Was will ich mehr? Sie scheint nicht die Dümmste zu sein. Danke. Vielleicht hinterlassen wir dieses Mal keine verbrannte Erde, hm? Was? Dieses Mal? Das heißt, ihr seid eher Pfusche, oder was? Na, großartig. Na, das ist ja mal ein Loch. Alter Schwede, das geht echt schneller als graben. Was wir uns da durchgegraben hätten, wären sicher 3 Wochen vergangen. Also, war. Oh, na, großartig. Legendär nämlich auch noch. Na, geh weg da. Lol, ne? Der kriegt ja wieder viel Damage. So. Wer? Wer? Jawohl! Ist der da umgestorben? Nein, der steht wieder auf. Die Damen geht, den Damen geht's auch gut, sehr schön. Das Safe, des Safe-Knackers. Lederrüstung, schau, wie schön. Rechter Arm vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Aha, sehr gut. Nehmen wir gern mit. Greif einfach zu. Ja, auf jeden Fall. Ih, der zuckt noch. Fein. Ich gehe mich mal kurz umziehen. Ein Moment, oder? Also, Inventar, Kleidung. Da, 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 da. Und angelegt. Oh, ist er. Warte mal.
Mehr Schutz bringt er aber nicht. Der ist nur für Safe-Knacken brauchbar. Lassen wir es mal lieber so. Behalten tue ich ihn aber schon. Vielleicht gibt es da ja mal so einen Set-Bonus oder so. Na los, Mel, her vorne zu. Lauf weiter. Ih, das ist ein Ei. Boah, diese Viecher, ne? Was haben wir da? Hirnpilze. Schön. Meine Lieblingspilze. Aha, ich sehe schon, da unten wird es gleich wieder, rund gehen. Das heißt, nachdem ich ja so ungeschickt bin, werde ich mal speichern. Hallo? Bah. Boom hat's gemacht. Allein, Weichpanzer. Boom. Wow, aua. Au. Boom. Jawohl. Ich höre noch mehr Käfer. Oje. Ich, wie gesagt, ich speichere das wieder mal. Aber die Käfer gehen jetzt witzigerweise ein bisschen einfacher. Ich glaube, weil wir mehr Begleiter haben, ne? Die ballern schön brav drauf. Beziehungsweise könnte ich dir was zu ballern geben. Ja. Wenn Sonja es irgendwo krachen lassen soll, sag Bescheid. Ach so? Mit dir und Bobby weitermachen, wir brauchen dich nicht. Wow, gute Arbeit. Gute Arbeit? Arbeit mit dem Roboter. Hilft mir sehr. Danke. Augenbots wie Sonja sind nämlich nicht einfach zu bekommen. Sie schwebte mir irgendwann einfach über den Weg und jagte diese schrecklichen alten Notfalldurchsagen in die Luft, als wäre es Schicksal gewesen. Aha. Sehr schön. Das hört sich fürchterlich an. Ah, da oben sind auch noch hier ein Bild. Siehst du? Schaut mal einmal nicht auf die Decke. So. Bäh. Ah, da ist noch so ein Saufisch. Bäh. Oh, boom. Ich hoffe, habe ich ihn jetzt nicht erwischt. Boom, boom. So. Falscher Schuss. So. Schauen wir mal. Da. Einmal, zweimal. Und geht schon. Jawohl. Boom. Yeah. Plus 26 Erfahrungspunkte. Jup, jup, jup. Muha. Noch mehr Fleisch. Ich muss mal was essen. Habe ich denn überhaupt was mit zum Essen? Das wäre, ja, sowas sollte ich mir mal früher überlegen, ehrlich gesagt. Eichhörnchen am Stiel. Bah. Ist so. Man ist eben, ja, man ist ausgefallen heutzutage. Hier stingen's. Ah, das nehme ich lieber, wenn ich ziemlich am Arsch bin von meinen Lebenspunkten. Habe ich denn gar nichts Gescheites mehr zum Essen? Gottes Willen. Kann man die. Die kann man sicher kochen, ne? Vielleicht kann man daraus eine Eierspeise oder so machen. Hm. Irgendwie, weiß ich nicht. Mir geht's da bei dem Gedanken nicht wirklich. Nicht wirklich gut, sag ich mal. So, her mit dem Fraß. So, Mahlzeit. Hat's hingehauen? Essen? Alter, ich will doch nur essen. Lass mich doch essen, bitte. Ich glaube, ich habe schon was falsch gemacht, ne? Fleisch von Dingens. Na, die müssen wir erst kochen. Einen Kuchen. Ich prüfe es jetzt nochmal. Das gibt's ja nicht. Ich habe ja auf 8 gedrückt. Warum isst sie das nicht? Herrschaftszeiten. Dann isst ihm das. So, Mahlzeit. Geht ja. Ja, das fühlt ganz gut. Das ist furchtbar. Das hört sich echt schlimm an, wenn da diese komischen, also diese komischen Käfer essen. Richtig speichern. Richtig. Wir waren hier wieder brav. Das heißt, wir dürfen auch wieder speichern. So, vorne sind wieder Käfer, ne? Aha. Da brechen wir nicht. Da bricht die Jugend aus. Na, na. Ja, toll. Ich hab's super getroffen, ne? Hab ich getroffen? Ich glaube nicht. Das war wieder super, war das. Das ist ekelhaft. Aber die Eier nehmen wir dafür mit. Ich werde mir jetzt eine andere Waffe nehmen.
einfach so, hoppala. Waffe, Waffe. Ich werde jetzt mal wieder auf die Pistole wechseln, glaube ich. Wie schaut's eigentlich aus? Habe ich da irgendwas Gescheites ausgerüstet? Nein. Also hier kommt mal die Pistole hin. Der Ghoul-Töter wäre auch nicht schlecht. Den tue ich vielleicht hierhin. Und das Scharfschützengewehr, ich mag das auch, das kommt mal hier hin. So. Also. Nein, ich hätte gern... Das warst du, glaube ich. Ach, wo ist jetzt meine Pistole? 4? Ja, da ist sie. Perfekt. So. Da haben wir nämlich ordentlich Schuss. Und ja. Können wir hier... Ah, schau mal. Stealth Boy, Klebeband, Sicherung und Skalpell. Immer her mit dem Graf U und tolle Pilze. Wieder Wund. War radioaktiv. Hör auf. Wasser trinken auf keinen Fall. Ich will den Pilz haben. So, und wie geht's hier jetzt weiter, bitte, meine Damen? Da oben, oder was? Warte, was war hier? Ah, mit Mel reden. Geht's wirklich da oben weiter? Oh, ja. Und den Fusionskern nehmen wir mit. Den nehmen wir auf alle Fälle mit für unsere Bauerrüstung. Alter, wie radioaktiv verseucht bin ich denn schon? Der rote Strich nervt. Ich muss mir jetzt echt einmal anschauen, wie ich das wieder wegkriege. Ich weiß gerade nicht, wo müssen wir denn jetzt bitte hin? Jetzt stehen wir da und kein Plan mehr, wo es weitergeht. Ah, hier ist eine Treppe. Zerbrochene Wand. Hier drüben, Mel. Ich geh mal weg. Wer? 14? Na sicher. Boom. Jawohl. Piep, 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 piep. Lol, das spielt gerade Musik. Achso, wahrscheinlich da von dem Raum aus, ne? Alter. Da staubt's. Was ist denn das? Gehen wir etwas zurück und versuchen. Du spinnst! Ja, Wei muss da weg. Alter Schwede. Wah! Was bist denn du? Achso, das sind die beiden. Was zum Teufel? Boah. Mami, Hilfe! Alter Schwede. Wah! Was haben. Wieso sind wir denn so eingesponnen oder. Igitt. Na toll, nochmal, ne? Ach, Mist. Warte mal. Wenn ich schon da bin, dann mache ich auch gleich auf der Stelle. Und sofort meine Pistole. Mist. Mist, Mist und Mist. Mist, verdammter. Hatte ich die jetzt schon? Nein. Habe ich das nicht gemacht? Ich Idiot. Ich Idiot. Ja, und hier. So. Aber jetzt. So. Und speichern. So. Bestätigen. Alles klar. So. Neues Spiel, neues Glück. Komm her. Mistviech. I. Jawohl, der erste ist hin. Und der zweite auch gleich. Komm, stirb. Hallo? Alter, ich muss nochmal die... Treffen ist echt unglaublich. Jawohl. So, her damit. Ba, 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 ba. Nochmal. Also, hier räumen wir alles aus. Dararam. Was drin ist, wissen wir schon. Und, ja, jetzt finde ich wieder diese blöde... Ach ja, da oben wollte ich rauf. Warte mal. Hui, hopp. Oh, ruck. Dich nehme ich wieder mit. So, oh, ruck. Da. Na, hat's hingehauen? Wir brauchen jetzt. Sonja hier. Kein Problem. Ja, bitte. Los, Sonja. Ich muss jetzt echt einmal schauen. Habe ich irgendwas mit? Wartet mal kurz. Habe ich irgendein Hilfsmittel mit, das mir jetzt helfen wird, könnte tun, gegen diese blöde radioaktive Geschichte? Das ist nämlich unfassbar. Strahlung widerstehen. Widerstehen. Maximal.
Shit, Gewicht, bla bla. Ratio, Gift widerstehen, Resistenz, bla bla. So richtig doll wegmachen tut's nicht, immer nur ein bisschen. Immer nur ein bisschen. Energie wiederherstellen. Strahlung widerstehen. Ich hätte es gern, dass es komplett. Oh. Ist es sowas? Right away? Ich probier's mal. Bin jetzt wieder gesund. Ja, es geht. Schau mal, die Radioaktivität geht weg. Das heißt, ich esse mal was. Wir haben wieder mehr Energie. Also mehr Leben, also Gesundheit. Sage er nicht, dass das so stimmt. Hm. Und ja, und jetzt zu diesem Mistviech da, ne? Ich meine, ich boah, ey. Es ist halt ungut. Ich hab was. Alter! Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Boah. Alter, lauf! Gottes Willen! Bam, komm her, du Saufiech. Bam. Bist du hin? Wieso habe ich keine Punkte bekommen? Hey, wollt Punkte haben? Bist du hässlich? Ich will Punkte haben. Ah, besseres Viech ist hin, ehrlich gesagt. Ja. So, dann gehen wir weiter, ne? Ist hier nichts passiert, ne? Schön. Keine Ahnung, wie du das siehst, aber für mich ist das hier eine Sackgasse. Gehen wir etwas zurück und versuchen, einen anderen Weg freizumachen. Ja. Aber zuerst... Oh, schau mal, eine Bauerrüstung. Zuerst müssen wir uns hier aber trotzdem, mein Lieber, noch umschauen. Nuka-Cola-Flasche, jawohl. Da ist nur Ramsch, ne? Aber wo kommt dieser blöde König-Dingens her? Der muss ja auch von irgendwo da rein. Power-Rüstung. Eingabe. Transfer. Müsste eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Wozu haben wir diesen Fusionskern? Bam. Und... einsteigen, bitte. Jawohl. Beeindruckende Ausstattung, Blue. Schon, gell? Ich freue mich auch. Wer liegt da? Niemand, den wir looten, ausluten könnten. Da unten sind Pilze. Gib her. Gib her. Ich hoffe, man kann daraus köstlichen Eintopf machen. Obwohl die Pilze wirklich alles andere als gesund ausschauen, aber naja. Heutzutage verträgt man doch recht viel, glaube ich. Oder sollte man zumindest. So, ein Stück zurück. Geht's hier irgendwo weiter? Tatsächlich. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Ja, bitte. Gib dein Bestes, meine Liebe. Jesus, na. So was könnte man mal, weiß ich nicht, heutzutage eigentlich auch gebrauchen, oder? Dann nehmen wir die Buffen. So. Ich würde sagen, wir tun das auch mal wieder speichern. Wir tun das Speichern tun. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Oje, oje. Die Zeit vergeht und verrinnt. Jede Zeit verrinnt. Tralala. Ich sollte ein bisschen aufpassen, was ich da mache. Du. Ich höre da was fressen. Das gefällt mir nicht. Oder was krabbeln? Servus. Hä? Was? War da was? Nein, oder? Kuckuck. Da unten ist wieder so ein Riesenkäfer. Ich fürchte euch, dass mehrere Riesenkäfer sein werden. Das hört sich an, als ob die schon wieder angestürmt kommen, ne? Boah, ey. So. Ja, ja, da kommen sie schon, oder? Noch nicht? Boom, 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 bam. Ah, jetzt kommen wieder zwei. Wow.
Hilfe! Bam! 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 Ich sollte vielleicht mal die Waffe wechseln. Auf irgendwas Besseres. Na, wechselst du? Irgendwie mag er nicht so recht. Das mit dem Umwechseln ist echt nicht seins. Also, nehmen wir die Schrott, nehmen wir das Scharfschützengewehr bitte. So, ja. Und bam, bam. Na komm, lass dich treffen, Mistvieh. Nanu. Also, bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Nanu, nachladen. Jawohl. Wah. Bam, 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 bam. Was, drei? Vier sogar, wie ich sehe. Huch. Nachladen bitte. Machst du mal? Hallo, nachladen? Und bam, bam, bam. Jawohl. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Huff, bam. Gesch, Shepard. Na, ich will die Punkte haben. Die Punkte, Punkte, Punkte. Jawohl. Hat trotzdem gezählt. Juhu. Ich freue mich. So, dann können wir da auf unsere normale. Unser Pistolchen. Der zuckt ja auch noch. Wah, Minikäfer. Wo bist denn? Kauf ich. Du hast noch eins. Da, da, da. Und hier. So. Ich glaube, das sind jetzt alle hin. Wow. Passt. Schön. Also wieder die Eier aufsammeln. Für ein hoffentlich köstliches Omelett. So, eine Zahnbürste. Ja, auch diese Käfer wissen Hygiene zu schätzen, meine Lieben, ne? Und gepflegte Zähne. Na fein. Da der Part ja zu Ende ist, werden wir uns im nächsten Part hier weiter umschauen. Ja. Und wenn wir die Quest hier geschafft haben, werden wir uns vielleicht einmal, wenn es passt, unserem Stallbau widmen. Also Stall, wirklich für unsere Kuh, ne, und so. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!